Jesus spricht: Wacht und betet allezeit, damit nicht Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags unser Herz beschweren oder verwirren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir beginnen den ersten Adventssonntag, die Adventzeit, und ich habe schon anfangs gesagt, es ist eine Übungszeit, eine Trainingszeit, eine Vorbereitungszeit. Wir bereiten uns vor für einen der wichtigsten Geburtstage, den es gibt. Und gestern beim Einkehrtag haben wir darüber nachgedacht, nämlich: Wie viel Geld und Aufwand und Zeit und Einsatz wir für einen runden Geburtstag reinstecken und wie viel wir für den Geburtstag Jesus zu Weihnachten reinstecken. Und ich glaube, unsere Erkenntnis war fatal. Das hoffe ich halt, dass die Erkenntnis das geschenkt hat, dass wir hier Gott fast nichts geben. Er ist uns fast nichts wert. Wir geben Hunderte und Tausende Euro aus, wenn wir einen Geburtstag feiern, wenn wir ins Gasthaus gehen, und scheißen tagelang um für die richtige Serviette, und die Kerze muss dann eine gewisse Aufschrift haben zum 40er in 2 Jahren und so. Aber der Geburtstag für Jesus zu Weihnachten, der ist uns im Vergleich nicht ein Zehntel wahrscheinlich wert. Und hier müssen wir eben umdenken und sagen: Wir bereiten uns jetzt 4 Wochen für diese wichtigste Geburtstagsfeier unseres Lebens vor, damit wir diesem Jesuskind, der extra wegen dir und mir vom Himmelsthron, wie es in einem Lied so schön heißt, heruntergekommen ist und alle seine Schönheit, Herrlichkeit, Größe, Macht hinter sich lässt, ganz nackt wird, nur damit er dir und mir begegnen kann. Also Gott tut alles, um dir und mir zu begegnen, und wir sind jetzt 4 Wochen eingeladen, dass wir ein wenig mehr geben für dieses Geburtstagsfest, das Jesus gebührt und gehört. Exerzitien kennen es die frommen Leute. Übungszeit, so wollen wir es uns mitnehmen. Und was ist unsere erste Übung, Vorbereitung? Dass wir einmal die Dinge, die uns eigentlich in dieser Zeit mehr stressen und mehr Zeit beanspruchen, versuchen auszusortieren, wenn möglich sogar zu streichen. Welche Veranstaltungen und Feiern und Ausflüge und Adventmärkte braucht es nicht, weil wir es eh schon 20 Mal, 50 Mal besucht haben jedes Jahr? Wo wir eh schon eigentlich ziemlich alles wissen. Wo wir dann sagen können: Dafür, lieber Gott, Jesus, bekommst du mehr Zeit. Wo können wir sagen: Kaufen uns die Kekse, die wir sonst jedes Jahr gemacht haben? Und statt den 15 Sorten machen wir halt nur 9 dieses Jahr. Und zu Weihnachten, statt einem 8-gängigen Menü, gibt es halt nur 6 Gänge. Bei uns im Kloster gibt es immer nur 3. Das Sauerkraut, die Bratwürstel und die Kekse. Na, Scherz beiseite. Ich glaube, wir wissen, um was es geht. Auf der einen Seite weniger Zeit geben, um auf der anderen Seite mehr Zeit zu haben. Das ist der Schlüssel, den wir uns mitnehmen wollen. Eine ruhigere Zeit, denn Gott begegnet uns in der Ruhe, in der Stille. Dort, wo wir nachdenken können, uns besinnen, nennen wir das mit dem frommen Wort. Dort begegnen wir Gott. Und das Christentum ist ein Glaube, der uns verändern möchte.
Christentum ist kein Verein. Christentum ist nicht eine Unterhaltungsveranstaltung. Christentum ist eine persönlichkeitsverändernde Aufgabe. Nämlich, wir haben ein Ideal, ein Vorbild, und das heißt Jesus. Und Jesus ist perfekt. Jesus ist hundertprozentig vollkommen. Er spricht immer das richtige Wort. Er denkt immer gut. Er ist von seinen Handlungen vollkommen. Er macht nichts das Falsche. Er ist nicht botschert oder irgendwas. Und seine Gaben und Fähigkeiten und Charismen sind 100% da. Und hier sollen wir Jesus als Vorbild nehmen. Und das heißt Arbeit. Und dreimal im Jahr gibt es diese Arbeitszeiten an uns selbst. Baustelle Persönlichkeitsbildung, nämlich Adventzeit 4 Wochen, Fastenzeit mehrere Wochen und vor Pfingsten 10 Tage davor. Christi Himmelfahrt, die Jünger mit Maria und anderen Jüngern und Frauen versammeln sich im Apostelsaal, um zu beten, um den Heiligen Geist herunterzuflehen. Und sie gehen erst hinaus, als sie den Heiligen Geist zu Pfingsten am 50. Tag erhalten. Diese 3 Zeiten gibt uns die Kirche, weil sie weiß, wir müssen etwas an uns tun, sonst blamieren wir die Kirche. Weil die Leute sagen, schaut, das sind Christen. Na, so möchte ich eigentlich nicht werden. Oder die sind auch nicht besser. Die reden genauso schlecht. Die führen sie genauso auf wie jeder andere. Das sollte nicht sein. Die ersten Christen der ersten Jahrhunderte waren besonders, weil sie so geliebt haben. Es gibt Zeugnisse, ich kann mich im Lateinunterricht erinnern, Professor Schöffberger haben wir übersetzt, und da hat es im Text geheißen, seht nur, haben die Römer gesagt, die Heiden, seht nur, wie die Christen einander lieben. Und das war eigentlich aus Eifersucht heraus. Ja, die Christen zeichnen sich eigentlich aus durch die Liebe. Und Pater Karl hat einmal zu uns gesagt, heute zeichnen sich die Christen dadurch aus, dass sie das Böse, das Schlechte, das Negative, das, was heute alle machen, nicht tun. Also für das, dass wir noch nicht tun, zeichnen sich die Christen heute aus. Also der Weg der Nachfolge Jesu, das besser werden, vollkommener werden, für 4 Wochen, den wollen wir einschlagen. Den wollen wir nützen, denn das Evangelium sagt uns hier, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. 2 Teile hat das heutige Evangelium, nämlich der erste Teil, hier werden uns Bilder gegeben. Sonne, Mond und Sterne werden erschüttert, beben, zittern und das Meer tobt, donnert und die Menschen vergehen vor Angst. So ist dieser erste Teil. Und dieser erste Teil gilt eigentlich für Menschen, die sich im Leben nichts denken. Die so dahin leben. Und dann plötzlich, und hier dieses wunderbare Bild von einer Falle, wie von einer Falle überrascht werden. Und wir haben in der Bibelrunde diese Woche nachgedacht, wie denn eine Falle funktioniert. Bei einer Falle marschierst du und bäm! Macht sie zu und du bist drinnen. Entweder du hast die Finger drin oder du hast den Fuß drinnen oder so. Und so ähnlich ist es in unserem Leben auch. Plötzlich, batsch, ist deine Krankheit da. Plötzlich, batsch, bist du gekündigt. Plötzlich, batsch, geht dein Partner, deine Beziehung auseinander. Plötzlich, batsch, macht die Regierung irgendwas oder weiß nicht mehr was. Ja? Überall kann plötzlich etwas losgehen. Wir werden oft so überrascht, dass wir uns denken, das hätten wir uns nicht vorgestellt. Ja, und damit das nicht passiert, damit wir diesen ersten Teil nicht brauchen, dass wir vor Angst dann vergehen, wie schaffen wir das, wie überleben wir das, gehen wir in den zweiten Teil, wir wollen achtsam sein. Nehmt euch in Acht. Und das sind ja wir. Wir haben diesen Aufbruch heute am ersten Adventssonntag geschafft. Und jetzt wollen wir das eben versuchen, nämlich auf 3 Dinge sollen wir Acht geben, damit uns der Menschensohn nicht überrascht, wie die Falle, die dann zuschnappt, nämlich wir sollen uns nicht berauschen, wir sollen nicht trunken sein
um die Sorgen des Alltags, sondern uns auch nicht beschweren oder in der alten Übersetzung heißt verwirren. Naja, wenn ich jetzt in die Runde schaue, trunken sind die seltensten, Gott sei Dank. Etwas gesagt, das liegt vielleicht im Alter. Dann berauscht von Drogen, Alkohol, Geschwindigkeitsrausch und anderen Dingen sind auch Gott sei Dank die wenigsten. Naja, da bleibt der Hauptpunkt, das ist der dritte. Die Sorgen des Alltags, uns nicht beschweren oder verwirren. Denn um was geht es? Wir sollen wachen und beten. Und wann sollen wir das tun? Sagt das Wort Gottes, alle Zeit. Naja, mit alle Zeit, das ist ein bisschen herausfordernd. Ja, das ist nicht so einfach, darum fangen wir mal ein bisschen kleiner an. Wenn wir jeden Tag ein ordentliches Gebet machen, ob das das Morgengebet ist, Mittagsgebet oder Abendgebet, dann sind wir ganz gut schon dort. Oder wenn du das schon machst, dann bin ich nicht unbedingt für viel mehr, sondern für Steigerung der Qualität. Wenn du das Morgengebet machst, dann versuche es langsamer und wieder bewusster zu machen. Oder das Abendgebet genauso. Unsere Beziehungen sterben ab durch die Gewohnheit. Wir merken gar nicht mehr, was wir sagen. Und wenn wir es wieder bewusster machen, dann spürt der andere das auch. Wenn wir ein Bild von etwas haben, mir ist das gestern besonders beim Chorgebet in der Früh aufgefallen, da hat es in einem Psalm geheißen, Raureif und Schnee, Sturm und Wind. Und wenn du dir das nicht, wenn du das nicht nur runterliest, Raureif und Schnee, Sturm und Wind, sondern wenn du dir das dann vorstellst, ja, Raureif, da habe ich plötzlich eine Landschaft von mir gesehen, wo alles weiß war mit Raureif. Und Schnee, dann ist das Schnee gelegen und so. Ein Sturm, wo die Bäume sich gebogen haben und die Blätter geflogen sind, dann beginnt in dir plötzlich ganz andere Gefühle und Emotionen freizusetzen. Und so ähnlich ist es bei unseren Begegnungen. Ja, wenn ich denjenigen anschaue und dann sage, Servus Bernhard, freut mich, dass du da bist, ja? Dann macht das mit mir etwas. Ja? Und wir sprechen ja im katholischen Bereich von den 12 Früchten des Heiligen Geistes und da ist eine Frucht die Freundlichkeit. Es ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und darum ist mir auch das Grüßen so wichtig. Ob jetzt in der Sakristei oder bei Begegnungen, dieses einander begegnen, nicht füreinander. Jetzt sitzen wir schon eine halbe Stunde beieinander und haben uns noch gar nicht begegnet. Das ins Gesicht schauen, das ist die Hand geben, das Trauen, sich näher kommen, den anderen spüren. Manchmal bekomme ich dann kleine Kritiken, dass ich zu sachte grüße. Aber ich fürchte immer mit meiner Hand, dass ich manchmal die Frauen ein wenig verletze, wenn ich stark niederdrücke, zusammendrücke. Weil natürlich als Zitterspieler ich da Kraft entwickle oder beim Gitarrespielen, dann ist es natürlich gefährlich. Aber jetzt zurück zur Sache. Die Dinge, die wir machen, die Gebete, wieder tiefer, wieder bewusster machen. Das Wichtigste, so sehe ich, ist nicht, dass man unbedingt fastet in der Adventszeit oder Fastenzeit, nicht unbedingt, dass man große Spenden gibt. Die drei Tugenden des Fastens sind ja Fasten, Almosen geben, was war der dritte Punkt? Fasten, Spenden, Beten, danke. Und das Gebet, ja, mag ein paar können es schon, wissen es schon. Und das Gebet das Wichtigste. Die Beziehung zu Jesus ist das Wichtigste. Teresa von Avila sagt, das andere ist unwichtig. Das unterstützt, ja. Fasten unterstützt, Almosen geben unterstützt, Opfer, Wachen, was auch immer alles unterstützt. Aber die Beziehung zu Jesus ist das Allerwichtigste. Und daran wollen wir besonders in dieser Adventzeit wieder arbeiten. Mehr für das Zeit für das Gebet oder wieder tieferes, bewussteres Gebet machen. Wir bereiten einen Geburtstag vor. Dazu gehört auch natürlich Wort Gottes lesen, Lobpreislieder anhören oder mitsingen, sich mit auch gewissen Inhalten beschäftigen. Zwei wichtige Anliegen sind mir vor 2 Wochen wieder sehr bewusst geworden bei der Visitationswoche. Die möchte ich auch für das Kirchenjahr für mich jetzt mitnehmen, nämlich
dass ich wieder die Leute lehren muss, was ist unser Glaube. Da ist vom Wissen sehr wenig bis nichts da. Und ich muss sie auch wieder lehren und begeistern für das Gebet. Denn die dritte Säule, der Aktivismus, das Tun. Wir tun Brötchen machen, wir tun in die Kirche gehen, wir tun einen Adventkranz machen, was auch immer. Das ist eh bei den meisten Menschen da. Das ist auch das Einfachste. Aber dann beten, wissen, wie es geht und dann auch können. Und dann eben das Wissen. Diese zwei Säulen sind großes Manko heute in der Kirche. Und die möchte ich besonders ausbauen, betonen, fördern in diesem Kirchenjahr. Das möchte ich uns noch mitgeben als Programm. Wir wollen uns vorbereiten auf den Geburtstag Jesus. Amen.